Willkommen! Wir fahren jetzt, oder eher gesagt, ich fahre jetzt zum Altenberger Dom mit der CB125F und mal gucken, wie das so ist mit der. Vielleicht rede ich jetzt ab und zu auch gar nicht mehr. Meter. Ja, man sieht so schlecht. Ich habe hier das iPhone 13 Mini als Navi jetzt an. Ich habe das normale 13er und das 13 Mini, zwei Stück. Und das kleine benutze ich meistens als Navi, weil das halt einfacher hier zum dran machen ist und dann nicht so groß und auffällig ist. Was haben Sie vor? Ja, manchmal weiß man echt nicht, was die Leute vorhaben, wie die fahren. Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig aufpassen hier, ein bisschen vorsichtig fahren. Ich will jetzt auch nicht zu schnell fahren, weil ich ja diese neuen Reifen drauf habe. Die sind an den Seiten auch noch nicht runtergefahren. Für viele halt lächerlich. Wie kann der denn nur nicht die Seiten runterfahren? Ja, ich brauche das halt nicht so pimmelmäßig. Ja, ein bisschen in die Natur raus ist auch mal nicht schlecht. Jetzt sind wir wieder innerorts. Sand auf den Straßen, da muss man auch unheimlich vorsichtig sein. Weil das ist manchmal auch sehr gefährlich. Ich hoffe, dass meine Reifen das ja heute hier mitmachen. Der grüßt mich. Habe ich auch nicht gegrüßt, wenn ich mir, komm, ist doch scheißegal. So, haben wir ein bisschen Kurven. In den nächsten Ortsteil 400 Meter links fahren. Wie gesagt, ich bin hier mit dem Moped noch nie lang gefahren, diese Richtung hier. Das ist für mich absolutes Neuland. Erstmal die Straßen kennenlernen hier. Aber schnell. Ich war das letzte Mal vor 40 Jahren, wo ich ein Kind war, wo ich 6-7 Jahre alt war, oder 5 Jahre alt, war ich da. Ja, die zieht doch hoch, also es ist nicht so, dass die jetzt hier gar nicht hochzieht, aber es ist schon okay. Nächste Kurve. Okay, da merkt man die 11 PS. Die 11 PS ziehen hier nicht ganz durch. Ja. Mit den 11 PS ist das alles ein bisschen anders. Nach 50 Meter rechts. Immer auf die entgegengekommenen Autos aufpassen.
Ja, eine schöne Strecke, eine schöne Strecke. Es ist nicht schlecht hier zu fahren. Natürlich alles ein bisschen mit Vorsicht, nicht übertrieben rasen. Es ist schön. Solange man sich an die Geschwindigkeiten hält, 30er Zone. Sau 30er Zone hier, ne? Muss man ein bisschen vorsichtig aufpassen. Ja, manche grüßen nicht. Ich grüße meistens auch nur, wenn mich einer dann auch als erstes grüßt.